willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe ein neues Projekt. Und zwar, Hochzeitsalbum ist abgeschlossen, ich war ein bisschen wehmütig. Dann habe ich ein bisschen Adventskalender gebastelt, die zeige ich euch auch demnächst. Beziehungsweise möglicherweise habe ich sie euch schon gezeigt, während ich dieses Video dann ausstrahle, das wird sich zeigen. Nun gut, weil dieses Projekt ist ein Geschenk. Es war ein Geschenk für einen Menschen, den ich noch gar nicht so richtig kenne. Das war für die liebe Claudia, aus einer Bastelgruppe von uns, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Liebe Claudia, habe ich mich beim Wichteln gezogen. Und nun ist die Challenge, etwas, was mit Junk Journal zu tun hat, zu craften. Und ja, natürlich auch irgendwie was Praktisches und Tolles. Und dort hat jeder so seine Vorlieben mal benannt. Also, dass man jetzt nicht was krass Pinkes kriegt, während man Pink hasst oder ähnliches. Auf jeden Fall hat mir Claudia das Leben recht leicht gemacht, weil Claudia mag Vintage. Und so wie ich sie verstanden habe, muss es auch nicht allzu kitschig sein. Aber alles Mögliche, damit kann sie sich sehr anfreunden und sie ist sehr gespannt. Das lässt mir natürlich einige Türen offen. Natürlich auch die weite Bandbreite an Möglichkeiten. Es ist noch früh am Morgen, meine Stimme hat noch gar nicht so richtig Bock mitzumachen. Nun gut, also Bandbreite an Möglichkeiten. Darum geht es jetzt hier. Ich habe nämlich entschieden, Claudia kriegt von mir so eine Art Craftbook, Labbook, etwas, wo sie dann einfach ihre Werke weitergestalten kann. Weil natürlich möchte ich was craften, was sie gebrauchen kann. Aber auch irgendwie was, was Kreativität noch weiter anregt. Deswegen habe ich jetzt hier alle Materialien, die mir mal ebenso in den Sinn gekommen sind, auf den Tisch geschmissen. Und zeige euch die jetzt erstmal. Das ist nämlich der erste Streich. Ich nehme mal alles hier runter. Und zwar habe ich hier wunderschöne Bücher abgefegt. Mal aus dem Altpapier gerettet. Ja, Horatio Hornblower. Das sind bestimmt ganz tolle Bücher, aber sie waren schon ziemlich abgenudelt. Nun sieht man, ich hoffe, ihr seht das. Ich gucke mal eben nach, was ihr so seht. Ja, ihr seht das sehr schön. Das Buch ist recht breit. Das gibt mir nämlich die Möglichkeit, da ein bisschen was reinzupacken, weil das soll nämlich so sein, dass dieses Buch, wenn man es aufschlägt, ganz viel Material und Anregung beinhaltet. So, was auf jeden Fall gemacht werden muss, und das hatte ich mir schon zugeschnitten, der Rücken muss stabilisiert werden, weil das natürlich auch, wenn das geklappt wird, soll das auch wirklich stabil sein. Also das soll jetzt nicht irgendwie so hin und her wabbeln. Dafür habe ich hier so eine schöne Pappe genommen. Dann habe ich mir gedacht, ich habe gerade in dem Adventskalender Bastelwahn so einen Riesenhaufen an schönen Kästchen gefertigt. So eine Reihe an Kästchen wäre fein. Ich habe jetzt erstmal nur so ein paar genommen. Die passen jetzt farblich noch nicht zusammen. Kriegt jetzt bitte keinen Schreianfall oder so. Die werden sowieso noch in einer schönen Farbe gefertigt oder in mehreren. Da bin ich noch nicht ganz einig mit mir selber. Und zwar kommen hier drei Kästchen von der breiten Sorte hin. Und daneben kommen dann, ich zeige euch das mal so, daneben kommen dann die fünf kleinen Kästchen. Nun denkt sich der geneigte Leser, warum lässt sie denn da an der Seite so eine Lücke? Das sieht doch kacke aus. Ja, nein, das sieht nicht kacke aus. Also doch, jetzt in dem Moment natürlich schon. Ich habe hier so ein Stück Buntgummi. Und ich habe nämlich vor, hier so einen schönen Mikron-Stift. Die habe ich mal in einem großen Mehrfachpack gekauft, weil ich diese Fünfer immer brauche. Und da habe ich jetzt noch auf jeden Fall einen neuen über. Und da wird die liebe Claudia einen Mikron-Stift von mir bekommen. Der braucht einen Wohnort, weil der muss ja auch irgendwie mit ins Materialbuch. Und der wird dann hier so eine Schlaufe bekommen. Ja, das ist nämlich der Grund, warum hier an der Seite so eine lange Lücke sein wird. Auf der Seite werde ich Pockets fertigen. Und zwar möchte ich für diese Pockets ein schönes altes Notenpapier benutzen. Nun ist das schöne alte Notenpapier, das ist schon richtig, hat eine richtig geile Qualität, aber das ist mega fragil. Ja, was macht man mit so einem fragilen Papier? Craftpaper drunter, Notenpapier drauf, jetzt habe ich hier Katzenhaare auf dem Desk.
das wird dann der Teil sein, warum ich dieses Craft Paper hier liegen habe, um das Notenpapier hier zu retten. Da sind auch noch so ein paar richtig schöne Seiten drauf, die man wahrscheinlich auch noch hier schön einarbeiten kann. Da muss ich mir noch was überlegen. Aber das Ding hier wird ausgeschlachtet. So. Und weiter geht's im Text. Jetzt habe ich hier nicht einmal verorganisiert. In die Mitte. Die bekommt nämlich noch einen Stoffüberzug. Den habe ich gerade noch nicht ausgeschnitten. Das werde ich noch tun. Die Mitte bekommt einen Stoffüberzug, dass das hier auch wirklich vernünftig fein aussieht. Da werde ich so, so Netzabschnitte machen, die so ein bisschen rund. Und zwar so, dass man da theoretisch so ein gerolltes Papier dann reinpacken kann, wie so eine Landkarte. Die dürfen dann in der Mitte sein. Wahrscheinlich werde ich hier so einen Abschnitt machen, dass man das dann von oben reinstecken kann. Und nicht unbedingt zwei, weil die Papiere sind natürlich recht groß und das Buch ist jetzt nicht endlos. Deswegen werde ich hier einen schönen Abschnitt machen. Den muss ich natürlich vorher auf den Stoff drauf nähen. Ich kann euch das ja einfach mal zeigen in einem kleineren Stück Stoff. Ich habe jetzt hier sowas. Den werde ich in die Mitte so quasi aufkleben. Aber natürlich, bevor ich den aufklebe, muss ich diesen Netztunnel da drauf sitzen. So, schwupp. Das wird interessant. Ich bin zwar des Nähens mächtig, aber als Profi würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Ihr werdet live dabei sein. Obwohl, mal gucken. Vielleicht geht das Nähen auch ohne euch. So, das ist nämlich dieser Plan mit diesem Netz in der Mitte. Das hier hatte ich mir eigentlich rausgesucht, weil ich daraus die Schließe machen will. Räumen wir mal den ganzen Spaß hier weg. Alles, was hier rein soll. Schwupps, schwupps. Ach so, genau. Eine Sache habe ich vergessen. Ha. Vergessen. Und zwar kriegen diese kleinen Kästchen auch noch Label und dann wird das hier noch schön beschriftet. Mal gucken, was ich denn da drauf schreibe. So, jetzt war ich eigentlich bei dem Part, als meine Tochter hier reinkam, ohne anzuklopfen oder vorher mal zu fragen. Das ist ein bisschen nervig, aber so ist das halt mit Teenagern. Dann werde ich nämlich so ein Stück Stoff nehmen, doppelt nehmen und hier draußen Schließe damit machen. Das ist jetzt noch ein bisschen lang, noch nicht zurechtgeschnitten. So, da kommen jetzt noch ein paar schöne Metallteile zur Geltung. So, habe ich mal hier so ein kleines Extra von Funkelkram bekommen. Das ist so ein Bügelverschluss. Den möchte ich hier nutzen. Das heißt, die Brads rennen mir weg. Das heißt nämlich, schwupps, ich komme hier mit dem Ding an. Zack. Und das hier wohnt auf dem Buchrücken und schließt dann so. So habe ich mir das gedacht. So, des Weiteren. Das ist jetzt hier so ein bisschen Metallgedöns. Des Weiteren habe ich mir zurechtgelegt. Schöne Buchecken. Kann man immer gebrauchen. Und noch eine Klemme, da muss ja irgendwie muss da ja ein Dingeldangel dran, weil ohne geht's ja kaum. Ne? Und ich habe eine wunderschöne Buchseite gefunden. Da werde ich hier Goethes Werke zu Claudias Werken umfunktionieren. Also irgendwie so. Also wird auf jeden Fall klappen. Claudias Werke wird das werden. Und dann werde ich mir natürlich noch ein bisschen was ausdenken für das Cover. Das ist halt der Part, der jetzt noch fehlt. Ich habe jetzt erstmal die Grundlagen zusammengeschmissen. Ich habe für das Cover vorgesehen, ja, ich habe ein Goethe-Buch geschlachtet. Alle Goethe-Fans, die jetzt weinen mögen, es tut mir leid. Nein, eigentlich nicht. Weil das war nämlich schon ziemlich fleckig und abgeranzt. Diese Seiten werde ich hier schön auseinandernehmen und mit einem selbstgemachten Tearing Ruler, einem vermackelten Lineal, wenn ich die auseinandernehmen und dann das ganze Cover damit bekleben und sie natürlich vorher noch ein bisschen distressen, so ein richtig schön voll und fertig aussehen. Es ist natürlich ein Vintage-Buch, deswegen ja, gibt es ein bisschen Papiermassaker. So, jetzt habe ich euch erstmal meine Materialien vorgestellt. Das, was ich jetzt machen werde, ist, ich gehe jetzt hier ins Kleben
Reisen und so weiter. Das filme ich zwar auch mit, aber das kriegt ihr dann im Zeitraffer, weil das ist nun wirklich nicht ganz so spannend. So, genau. Eine Sache habe ich noch neulich bei The Paper Outpost gesehen. Die werde ich in dieses Kästchen reinpacken. Man muss natürlich auch schauen, dass man einfach Material bekommt oder findet, was man dann einfach in diese kleinen Kästchen packen kann. Und die Dinger hier eignen sich wunderbar dafür. Jetzt sind die Dinger überhaupt. Die Dinger sind hier Büroklammern, die man an Seiten stecken kann. Das heißt, damit kann man ein Label machen, hier kann man was dranhängen. Die werde ich natürlich noch ein bisschen verschönern. Nicht abschließend, weil das ist ja hier ein Craftbuch und das, da darf Claudia natürlich weiter dran craften. Das heißt, diese Idee und diese Grundart, die ich hier drauf mache, die werde ich so machen, dass hier quasi noch ein Label oder irgendwie was, so ein freier Platz drauf ist, wo sie draufschreiben kann, was sie damit macht. Und es ist eine Anregung dafür, daran weiterzumachen. So, und so kann man sich das dann vorstellen, dass diese Kästchen hier drin sind, zu sind und dann da drauf, zack, steht, was drin ist. Da werde ich mir natürlich erstmal ein bisschen Fantasie ausdenken, weil natürlich kann sie sich dieses Buch organisieren, wie sie möchte. Ich packe ein paar Anregungen rein, ich packe ein paar Schnipselsachen rein, ich packe auch mit Sicherheit ein paar schöne Buchseiten rein. Und dabei nehme ich euch mit. Und liebe Claudia, ich hoffe, du hast Spaß dran, falls du dieses Video mal siehst, zu sehen, wie dein Wichtelgeschenk entsteht. So, dann würde ich mal sagen, lege ich los mit dem Zaubern. Und wir hören uns später, weil jetzt werdet ihr gleich Musik hören und mich craften sehen. So, meine Lieben, jetzt habt ihr einen Zeitraffer gesehen, wie ich dieses wunderbar fragile Notenpapier aufklebe, wie ich meinen Kram wegräume, wie ich diese Schriftstückchen hier irgendwie schon mehr zurecht mache und auch wie ich mir die Kästchen hier vorzeichne bzw. schneide. Die muss ich natürlich noch falzen und dann ja zusammentüdeln. Das wird dann der nächste Streich. Nein, der allernächste Streich wird, ich nehme dieses Papier, gehe jetzt in meine Küche und plansche ein bisschen mit Kaffee rum. Das soll ja auch schön vintage, shabby, fein sein und das werde ich jetzt tun. Das heißt, das erste Video zu diesem Wichtel-Papierbuch-Journal-Dingenskirchen ist jetzt erstmal durch. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und Claudia, wenn du das siehst, es geht gleich weiter. Und du wirst wahrscheinlich hinterher die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was ich da in der Zwischenzeit alles gemacht habe und was dann im Endeffekt auch draus geworden ist. Das sieht in der Mitte immer ziemlich furchtbar aus und ziemlich chaotisch. Das gehört so. Ich verabschiede mich für heute und das nächste Mal geht's weiter hier mit, ja, wahrscheinlich noch ein bisschen Vorbereitung und danach geht's ran ans Buch. Ich freue mich über eure Kommentare, über eure Likes, über, ja, Hinweise. Vielleicht habt ihr noch coole Ideen dazu. So ein Buch werde ich garantiert wieder machen. Das heißt, her mit coolen Hinweisen. Dann kann ich das auf jeden Fall nächstes Mal einbauen. Ich habe jetzt schon riesig Spaß. Das wird bestimmt richtig toll. Und bis demnächst in diesem Kino.